Ja, und aus Berlin zugeschaltet ist uns jetzt Stefan Gelper. Sie sind nicht nur verkehrspolitischer Sprecher bei den Grünen, sondern auch Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn. Herr Gelper, GDL-Chef Wieselski sagt, die Bahn hat gut verdient. Für die Vorstände gab es Boni in Millionenhöhe. Nur für die Lokführer reicht es nicht. Was sagen Sie dazu? Nun, die Boni sind ein Thema, ein Dauerthema und das ist, glaube ich, sehr gut nachzuvollziehen. Wir haben da den Topf jetzt als Aufsichtsrat für den Vorstand, darum geht es ja, abgesenkt. Das heißt, in den nächsten Jahren wird das wahrscheinlich nicht mehr so das Megathema, wie es aktuell der Fall ist. Und trotzdem sind das, glaube ich, zwei Paar Schuhe. Ich verstehe diesen Vergleich aus Gewerkschaftssicht, natürlich, klar. Aber hier geht es schon darum, dass der Streik in seiner Gänze, ja, natürlich viele, viele Menschen und bei weitem nicht nur den Vorstand nervt. Ich erlebe, dass viele Fahrgäste weiterhin solidarisch sind mit den Streikenden. Ich erlebe aber auch, dass viele Fahrgäste sich fragen, wie sie jetzt das alles so hinbekommen. Und jetzt habe ich nur über die Fahrgäste geredet. Im Beitrag eben haben wir gerade gesehen, dass auch die, ja, die Unternehmen darunter zu leiden haben. Das alles ist in der Gesamtrechnung, ja, eine Belastung für die Bundesrepublik, ja. Und das darf ein Streik, und trotzdem fragt sich, ob das in dieser Häufigkeit, wie das jetzt bei der Bahn, ja, auftritt, nicht nur sowohl beim System Bahn als auch bei, ja, allen anderen Betroffenen nicht ja, bleibende, ja, Auswirkungen hinterlässt. Herr Gelper, aber es scheint ja doch unbestritten Nachwuchsprobleme zu geben bei den Lokführern. Es findet sich ja niemand, der bei diesen häufigen Streiks nun schon seit Jahren einspringt. Naja, also das Thema Fachkräfte ist natürlich auch bei der Bahn ein riesiges Thema. Da muss gearbeitet werden, da muss das Berufsbild nochmal attraktiver gemacht werden. Und insofern hat die GDL, die Gewerkschaft, natürlich auch einen Punkt, über den es auch intensiv zu reden lohnt. Ob dafür ein sechstägiger Streik notwendig ist, um da eine Gesprächsbereitschaft beim Bahnvorstand zu erzeugen, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Die Frage ist, ob man sich jetzt an einen Tisch setzt und diese Punkte der Gewerkschaften, der Gewerkschaft einzeln durchgeht, um dann eben zu einer Lösung zu kommen. Zu einer Lösung, ja, nicht zulasten der Fahrgäste und der Unternehmen, sondern zu einer Lösung im Sinne der Bahn, der Fahrgäste und der Gewerkschaften. Das, glaube ich, muss der Fokus sein. Und dazu muss man an einen Tisch, weil über einen Streik, ja, wird sich diese Lösung nicht finden lassen. Da haben Sie natürlich absolut recht. Aber ich sage mal, der wirtschaftliche Schaden, der wird von Experten jetzt auf ungefähr 1 Milliarde Euro geschätzt. Es geht um ganz Europa. Hätte man sich denn nicht, wenn man die Milliarde jetzt sieht, mal zusammenraufen können und an einen Tisch setzen können? Sie haben ja gerade gesagt, das Berufsbild attraktiver machen. Also wir reden über eine Absenkung, über eine schrittweise Absenkung auf 35 Stunden. Man darf ja auch nicht vergessen, so ein Lokführer hat eine ganz schön große Verantwortung im ICE zum Beispiel. Das sehe ich ganz genauso, und ich glaube, dass auch dieser Punkt lässt sich nur am Verhandlungstisch lösen. Ich glaube, dass die beiden Tarifparteien hier gut beraten sind, sich auf eine Schlichtung einzulassen, dass dann im Zweifel ein Dritter nochmal Vorschläge macht, auf die die beiden Tarifparteien hier so nicht kommen. Das wäre zumindest naheliegend. Und ich sage auch, wir haben bei der Bahn die besondere Situation, dass ja mehrere Gewerkschaften da am Tun sind. Das ist alles berechtigt, ist auch alles in Ordnung. Allerdings sage ich, dass wir, um das System Bahn nicht immer wieder, tja, unter Stress zu setzen, nicht immer wieder die Fahrgäste zu nerven, die Unternehmen in schwierige Situationen zu versetzen, da sollten wir uns mal überlegen, ob wir das Tarifeinheitsgesetz nicht doch nochmal uns anschauen und da vielleicht Frankreich gilt ja auch nicht gerade als streikarm, uns als Vorbild anschauen. In Frankreich ist es so, dass dort der Verhandlungstisch dann eben nicht nur für ein Unternehmen und eine Gewerkschaft geöffnet wird, sondern da sitzen dann alle Gewerkschaften mit dem Unternehmen am Tisch, und vielleicht ist das eine Zielvorstellung, der wir uns dann doch nochmal nähern sollten. Ja, die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Also die Fronten sind verhärtet, die Sprache eskaliert. Die Schlichtung hat die GDL ja ausgeschlagen. Was soll jetzt weiter passieren? Nochmal, um Gespräche wird man zum Schluss nicht drum herum kommen. Man kann ein Ergebnis eines Tarifstreits nicht erstreiken, sondern das wird am Verhandlungstisch zum Schluss gelöst werden. Und ja, die Frage ist, ob es jetzt dafür 6 Tage braucht oder ob die GDL vielleicht nach 3 Tagen, 2 Tagen, 1 Tag doch nochmal das Signal setzt, wenn der Vorstand hier sprechen will, dann sprechen wir auch und dann machen wir eine Schlichtung. Das wäre, glaube ich, wünschenswert und im Sinne vor allem, ja, der Unternehmen und der Fahrgäste. Nun sagt die GDL ja auch, es hatte durchaus Tarifeinigungen gegeben, zum Beispiel mit Arbeitgebern wie Abellio. Mhm.
Ja, deswegen, das muss man sich anschauen, bin ich ganz der Meinung. Nun ist Abellio sicherlich anders zu bewerten als die Bahn, einfach von der Größe her. Und jedes Unternehmen ist anders, aber trotzdem, man muss an den Verhandlungstisch. Und was Abellio hinbekommen hat, sollte auch bei der Bahn möglich sein. Dazu müssen sich natürlich beide Tarifpartner, beide Verhandlungsparteien sich bewegen und dann ja, einen Kompromiss finden. Das ist das, was das System Bahn braucht, was die Schiene braucht, was aber vor allem auch die ja, die Fahrgäste brauchen. Ja, nun gibt es schon Überlegungen in der Politik, die werden auch laut geäußert, die Gesetze eventuell zu ändern, also Regelungen zu schaffen, dass Streiks, die die kritische Infrastruktur betreffen, nicht mehr diesen Schaden annehmen, was jetzt eben bei den 6 Tagen droht. Ja, das muss man, glaube ich, konkretisieren, wer da welche Vorstellung hat. Ich habe ja gerade ausgeführt, dass man das Tarifeinheitsgesetz sich nochmal anschauen kann. Das heißt, ein Unternehmen, ein Tarifvertrag, alle Gewerkschaften mit den Unternehmen an einem Tisch. Das führt nicht dazu, dass das Streikrecht beschnitten wird. Das führt eher dazu, dass die Gewerkschaften kooperieren. Und das führt auch ein bisschen dazu, dass in der Bahn selbst die Mitarbeitenden auch nicht sich kritisch beäugen. Was macht denn jetzt hier der Lokführer und wie gehen die anderen damit um? Sondern dass da wirklich alle miteinander dann auch schauen, wie man zu der Lösung kommt. Das wäre zumindest eine Entwicklung des Streikrechts in Richtung, wie aus meiner Perspektive, eine französische Richtung. Wie gesagt, in Frankreich sind die Gewerkschaften nicht minder stark im Vergleich zu Deutschland, sondern ganz im Gegenteil. Das wäre, glaube ich, ein guter Schritt. Andere Schritte sollten andere dann konkretisieren, was sie meinen. Ich glaube, das Streikrecht ist ein hohes Gut. Das sollten wir jetzt auch nicht in Abrede stellen, selbst wenn wir jetzt so hier einen Streik vor der Nase haben, der, glaube ich, wahnsinnig viele und, wie ich finde, zu Recht stresst, nervt und wo man schon sich fragen kann, warum kommen die beiden Tarifparteien da nicht schneller an einen Tisch? Ja, das sagt Stefan Gelper, verkehrspolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen und Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn. Ich bedanke mich bei Ihnen. Sehr gern.